heute gibt es endlich wieder ein neues Video von mir und zwar zum Thema Lese-Challenge. Ich habe ja im Juli eine ganz eigene Art der Lese-Challenge gemacht, denn ich habe mein Sternzeichen, also in meinem Fall Sternzeichen Krebs, entscheiden lassen, was ich lese. Und es war was völlig anderes, was super spannendes. Und falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, verlinke ich das hier oben und in der Infobox. Dann könnt ihr euch gerne mal angucken, wonach habe ich das ausgewählt und welche Bücher sind dabei rumgekommen. Ich kann euch als kleiner Spoiler vorweg erzählen, ich habe die Bücher alle gelesen, zumindest alle, soweit es ging. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich die Bücher fand und ob ich fand, dass sie zum Sternzeichen gepasst haben oder nicht, dann müsst ihr auf den Lesemonat warten, der hoffentlich noch diese Woche kommt. Und da nun aber der 1. August ist, habe ich gedacht, weiter geht's, die nächste Lese-Challenge wartet. Und es ist ein normaler August, ich habe also erstmal wieder meine Sternen-Challenge rausgekramt. Falls ihr nicht wisst, was es ist, das hier ist mein Sterneglas, da sind so kleine Papiersterne mit Aufgaben drin. Und es sind inzwischen sehr viel weniger und ich möchte das Glas natürlich bis Ende des Jahres leer bekommen, wenn möglich. Deswegen mache ich jetzt eine Sterne-Challenge für den August. Im September habe ich wieder eine Special-Challenge und dann soll im Oktober wieder eine Sterne-Challenge kommen, dass ich immer so ein bisschen abwechselnd eine ganz besondere Challenge und die Sterne-Challenge habe, die ja auch so ein bisschen besonders ist. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch die total mögen. Einige mögen die sogar deutlich mehr als die besondere Challenge im Juli. Das war halt mehr so eine Art Experiment. Und ja, deswegen würde ich sagen, los geht's. Ich werde hier 5 Aufgaben raussuchen. Wenn ich merke beim Raussuchen, dass die Bücher, die ich hierfür lesen kann und möchte, etwas dicker sind, dann werden es nur 4. Weil im August habe ich Besuch in der letzten Augustwoche. Das heißt, ich werde so 7, 8 Tage nur wenig bis gar nicht lesen können. Und ich will mich natürlich auch nicht übernehmen. Deswegen 4 Bücher auf jeden Fall. Wenn ich schaffe, 5. Ansonsten erstmal 4 Aufgaben. Genau. Also hier ziehe ich jetzt meine Leseaufgaben. Es gibt hierzu eine Playlist, die ich ebenfalls hier und in der Infobox verlinke. Dann könnt ihr euch da die anderen Videos angucken, falls ihr neu bei der Sterne-Challenge seid. Das ist eigentlich immer ziemlich cool und ziemlich witzig. Aber mal gucken, was heute die Aufgaben sind. So, Aufgabe 1 lautet, lies ein Buch in einem Genre, das du sehr selten liest. Okay, das ist natürlich schwierig, weil die Genres, die ich nicht so oft lese, da weiß ich nicht, ob ich was auf dem Sub habe in diesem Genre. Ich habe jetzt ein Buch, das mir in den Kopf kommt. Es ist aber eins der dicksten Bücher auf meinem Sub. Also weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich kenne aber jemanden, der sich sehr freuen würde, wenn ich das lese. So, ich gucke mal kurz bei Goodreads. Ich habe natürlich auch nicht immer die Übersicht von den ungelesenen Büchern und muss jetzt erstmal gucken, was ich hier so habe. Genres, die ich selten lese, sind historische Romane, Krimis generell, muss kurz überlegen, Horror lese ich gar nicht. Also eigentlich lese ich Horror und historische Romane überhaupt nicht. Ansonsten, ich überlege gerade. Es ist auch schwierig, weil ich nicht immer weiß, welchem Genre was anzuordnen ist. Ich glaube, ich weiß, was ich dafür lese. Weil das ist ein Genre, das kann man in 2 Genres einteilen und es sind beide Genres, die ich fast nie lese, obwohl ich sie beide interessant finde. Und das hole ich euch mal ganz kurz. So, ich habe mich jetzt für die Aufgabe Lies ein Buch in einem Genre, das du selten liest, für folgendes Buch entschieden, nämlich für Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Hier könnte man 2 Genres benennen, einmal Klassiker, weil Thomas Mann ist ein Klassikerautor und das ist eben ja eine Sammlung von klassischen Erzählungen und deswegen ist es eben eine Erzählungssammlung, Kurzgeschichtensammlung und man könnte es als Klassikersammlung definieren, je nachdem. Und beides lese ich sehr selten. Ich lese gerne Klassiker, aber super, super, super selten. Und Erzählungsbände, Kurzgeschichtenbände lese ich gar nicht. Ich möchte aber mehr dazu kommen, mir die häufiger anzugucken und deswegen passt es hier ganz gut. Es sind verschiedene Kurzgeschichten von Thomas Mann, unter anderem Der Tod in Venedig und Mario und der Zauberer. Das habe ich damals in der Schule im Abi gelesen. Und ja, mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie viele Seiten es hat. 390 Seiten. Nee, gar nicht. 400. Jetzt muss ich kurz gucken, wo die letzte Geschichte aufhört. Da gibt es ja bei solchen älteren Büchern meistens keine Danksagung. Kleinen Moment. So, es sind tatsächlich 430 Seiten. Das ist an sich nicht so viel. Es ist aber sehr klein geschrieben und hier werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich immer mal wieder eine Erzählung zwischendurch lese, zwischen den einzelnen Büchern, die ich sonst so auswähle, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich bei Kurzgeschichtenbänden die Kurzgeschichten alle hintereinander lese, dass ich dann weniger Spaß dran habe. Deswegen ist hier das Ziel auf jeden Fall, nach und nach sich das Ganze anzugucken. So, Aufgabe 2.
Lies ein Buch, das übersetzt wurde. Und das ist, glaube ich, offen gelassen aus einem guten Grund. Hier steht nicht, aus welcher Sprache. Das heißt, ich kann eigentlich jedes Buch, das nicht aus dem Deutschen kommt, sondern aus dem Englischen, aus dem Japanischen, aus dem Schwedischen übersetzt wurde, kann ich hierfür nehmen. Was super ist, weil da gibt es natürlich, ich will es nicht sagen, alle Bücher, aber es gibt endlose Möglichkeiten. Und ich habe auch ein paar, die ich gerne lesen würde. Ich muss hier nur wirklich aufpassen, weil ein paar von den Büchern dicker sind. Und dann kann ich natürlich weniger Bücher schaffen, wenn ich jetzt diese Bücher lese. So, ich gucke mal kurz auf meinem Sub, was ich hier drauf habe. Also eigentlich ist fast alles übersetzt. Es muss auf jeden Fall ein deutsches Buch sein, weil das übersetzt wurde auf Deutsch. Also lese ich es auf jeden Fall auf Deutsch. Ich weiß nicht so genau, worauf ich Lust habe. Und das Gute an dieser Aufgabe ist ja, dass sie wirklich allgemein gehalten ist. Also ich kann jedes Buch auf meiner Liste, mit wenigen Ausnahmen, fast alle Bücher nehmen. Gut, Erich Kästner zum Beispiel könnte ich jetzt nicht nehmen. Ich habe ein Buch, da denke ich drüber nach, das hierfür zu nehmen, aber ich glaube, das ist super duper dünn. Super dick, dünn, schön wär's. Super dick, also ich glaube, es hat sehr viele Seiten. Ich muss nochmal kurz gucken. Es geht tatsächlich, also es sind 464 Seiten. Dann habe ich ja schon zwei 400 Seiten Bücher. Und ich glaube, das Buch lässt sich auch nicht sehr schnell lesen. Also da muss ich gucken. Und ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ich würde es halt, glaube ich, mehr lesen, weil ich es halt geschenkt bekommen habe. Okay, ich werde es wie folgt machen. Ich mache das sonst nie, aber ich werde mich jetzt noch nicht dafür entscheiden, sondern ich werde erstmal die anderen zwei oder drei Aufgaben ziehen, weil ein Buch, das übersetzt wurde, kann wirklich alles heißen. Und dann werde ich erstmal gucken, welche Bücher ich mit den restlichen Aufgaben abarbeite und dann überlegen, okay, welche Genres habe ich jetzt und welches Genre will ich noch mit dazu nehmen. So werde ich das in diesem Fall machen. Haben wir erstmal Aufgabe 3. Ich zeige euch natürlich am Ende nochmal alle Bücher, die für diese Aufgaben ausgewählt wurden. Wenn ich ganz viele Printbücher schaffen würde, das wäre super, weil mein Subregal ist aktuell voll. Also das wäre so das Ziel. Aufgabe 3 lautet, lies einen Jugendthriller. Davon habe ich jetzt aber, glaube ich, nicht so viele. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich ein Print-Exemplar habe. Also Jugendthriller lese ich sonst sehr gerne, aber ich glaube, aktuell habe ich nichts in der Richtung oder nicht viel in der Richtung auf dem Sub. Ich habe Thriller, aber Jugendthriller ist ja nochmal spezieller. Das könnte schwierig werden. Ich habe 4, 5 Thriller oder 3, 4, die so in die Richtung gehen. Dann habe ich 1, 2, oh doch, okay, 1 habe ich. Ich weiß nicht, ob es ein Thriller ist, aber es könnte so in die Richtung gehen. Ist immer ein bisschen schwierig bei dem Genre, zu entdecken, ob es dann tatsächlich ein Thriller ist oder was anderes. So, wir gucken mal, was ich hier noch zur Auswahl habe. Das sind alles keine Thriller. Okay, gut, dann habe ich ja nicht viel Auswahl. Das ist in dem Fall aber nicht schlimm, das ist hier ein E-Book. Okay, also, den Jugendthriller, den ich hierfür ausgewählt habe, das ist The Ivies. Es ist in diesem Fall ein englisches E-Book. Ich glaube, ich habe es auf Englisch, weil ich glaube, es wurde noch nicht übersetzt. Und hier geht es um die Ivies und das sind 5 Mädels, die unbedingt in ein Ivy College wollen. Also die Ivy College, das ist ja die Ivy League, also die ganz besonderen, tollen amerikanischen Colleges. Und sie wollen unbedingt an eine von diesen Unis und tun dafür alles. Ne? Also alles, was in ihrer Macht steht, um da reinzukommen. Und genau, die eben dann auch jemanden umbringen für dieses Ziel. Und es steht auch drin, ein Thriller, ein Jugendthriller. Also lese ich The Ivies für diese Aufgabe. So, dann haben wir 3. Ich gucke jetzt mal bei der 4. Aufgabe und überlege dann, ob ich noch ein 5. Buch schaffe. Es wäre natürlich nicht schlimm, wenn ich die nicht schaffe. Wenn es einfach nicht drin ist, ist es nicht drin. Das ist ja kein Problem, das ist ja keine Katastrophe. Muss ich einfach mal gucken, wie es hier aussieht. Okay, das ist schon wieder so eine sehr spezielle Aufgabe und deswegen bin ich sehr froh, dass ich die andere Aufgabe nach hinten geschoben habe, weil ich auch hier nicht viel Auswahl haben werde. Lies ein Buch, das 2020 erschienen ist. Das ist jetzt Aufgabe 4. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich kann ja zum Glück bei Goodreads die Bücher, die ich auf dem Sub habe, auch nach Erscheinungsdatum sortieren und dann eben gucken, ob ich welche habe, die 2020 erschienen sind und wie viele. Es kann sein, dass ich wirklich nur ein einziges Buch habe und dann wird es eben das. Oder ich habe gar keins und dann müsste ich mir ein neues kaufen. Und das ist ja eigentlich nicht gewünscht, vor allem diesen Monat nicht. Publication Year. Gucken wir mal, wann die hier alle erschienen sind. Okay, 2019, muss ich bis ganz nach unten. Okay, bin ich schon bei 2019? 2020. Oh doch, ich habe ein paar. Oh doch, da habe ich ja Auswahl. Ich könnte eins lesen, was ganz wenig Seiten hat, aber ob ich da Bock drauf habe, ist wieder so eine andere Sache. Ich müsste natürlich überlegen, möchte ich auf Englisch lesen oder nicht. Ich habe ja für diesen Monat schon ein englisches Buch auf dem Sub.
Ich könnte auch ein Sommerbuch lesen, da hätte ich auch Bock drauf. Okay, also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher zur Auswahl, die 2020 erschienen sind. Das ist natürlich super, weil dann habe ich ein bisschen Auswahl, aber es ist auch sehr speziell. Gut, ich muss jetzt überlegen, worauf ich Bock habe, buchmäßig. Und ich glaube, ich weiß es, aber es ist auch wieder so ein dickes Buch, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir damit zu viel antue. Obwohl ich glaube, The Ivies ist super dünn und schnell gelesen. Thomas Mann kann ich immer so zwischendurch lesen, die Kurzgeschichten. Aber ich glaube, dann nehme ich das, weil es einfach gut in den Sommer reinpasst. Okay, kleinen Moment. Und zwar nehme ich für die Aufgabe, lies ein Buch, das 2020 erschienen ist. Love and Olives von Emma, nein, von Jenna Evans Welch. Hier geht es um ein Mädchen, das eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater hat. Und dann gehen die beiden zusammen nach Griechenland. Ich weiß nicht genau warum. Und dann ändert sich alles. Ich weiß wirklich nur ganz wenig über dieses Buch, weil ich damals Love and Luck, das zweite Buch der Autorin, gelesen habe und megamäßig geliebt habe. Und deswegen darauf vertraue, dass dieses Buch auch gut ist. Das erste Buch der Autorin, Love and Gelato, also das erste Buch in dieser nicht zusammengehörenden Reihe, ist Love and Gelato. Das wurde ja auch schon auf Netflix verfilmt. Das will ich auch noch lesen. Dann kam Love and Luck, das habe ich schon gelesen. Und Love and Olives ist eben das dritte in dieser unoffiziellen Trilogie. Ich habe mega Bock drauf. Es spielt im Sommer, es spielt in Griechenland und ich kann dieses Jahr nicht nach Griechenland. Aber ja, ich glaube, das passt super gut. Es hat 500 Seiten, aber es ist relativ groß geschrieben. Von daher gehe ich davon aus, dass ich es sehr schnell gelesen habe. Und was passt Besseres als ein Sommerbuch im Sommer zu lesen? Na, von daher habe ich mega Bock drauf. So, dann ziehe ich jetzt noch eine Aufgabe. Guck mal, was ich da für ein Buch für nehme. Und anhand dessen werde ich dann abschätzen, was ich für die Lies ein übersetztes Buchaufgabe wähle. Und dann haben wir tatsächlich 5 Bücher zusammen. Ich glaube, es ist machbar. Ich fühle mich aktuell so, als könnte ich die alle lesen. Aber mal gucken, was jetzt die nächste Aufgabe ist. Oh, das wird schwierig. Da werde ich auf jeden Fall ein Printbuch für nehmen müssen, glaube ich. Und zwar, lies ein Buch mit mehreren Erzählerperspektiven. Also mit mehreren Erzählperspektiven, genau. Gut, das heißt, ich muss jetzt erstmal in die Bücher, die ich vor Ort habe, also die ich habe, reingucken, welche Bücher haben überhaupt mehrere. Und das geht bei den E-Books nur schwierig, da müsste ich bei jedem E-Book reinklicken. Deswegen werde ich hierfür eins von meinen Printbüchern auswählen, kann aber einen kleinen Moment dauern. Kriegt ihr jetzt nicht mit, ich schneide das weg, aber ich gucke mal eben, welches Buch denn mehrere Erzählerperspektiven hat. Und ja, mal gucken, was mich da so anlacht. Gut, also ich habe auf meinem Printsub, sorry, tatsächlich nicht viele Bücher zur Auswahl und wollte ja unbedingt eins von den Printbüchern lesen. Und deswegen nehme ich dieses Buch zur Hand, was ich tatsächlich überhaupt nicht mehr im Blick hatte, wofür die Challenge gut ist, nämlich das Buch der verborgenen Dinge von Francesco Dimitri. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl dabei, also falls ich das hier abbreche, ich habe es quasi vorher angekündigt, aber ich will es versuchen, denn ich habe es gekauft. Das Cover ist mega. Und es klingt auch interessant. Hier geht es um 4 Jugendliche, die einen Pakt geschlossen haben, dass seit sie sich nicht mehr regelmäßig sehen, sie sich immer einmal im Jahr in dem einen Ort treffen. Der Heimatort heißt Casal Franco. Da sind sie aufgewachsen und sie treffen sich einmal im Jahr dort. Und das ist jedes Jahr so, bis einer von ihnen in einem Jahr nicht auftaucht. Und dann versuchen sie herauszufinden, was mit ihm passiert ist, wo er hin ist, machen sich auf die Suche nach ihm und entdecken dabei ein magisches, verborgenes Geheimnis. Ja, sehr unaussagekräftiger Klappentext, aber das kann ja nur gut werden, wenn ich nicht so viel weiß. Oder halt auch nicht. Mal gucken. Es ist auf jeden Fall eins der wenigen Bücher, die verschiedene Perspektiven haben. Ich glaube sogar, die sind aus den Perspektiven der Jungs, die quasi nach ihm suchen. Also es sind Fabio, Mauro, Toni und Arturo. Und Arturo taucht eben in einem Jahr nicht auf. Ich weiß nicht genau, ob Arturo, also Mauro hat seine Sichtweise hier. Toni habe ich auch schon gesehen. Und Fabio eben auch. Und dann gehe ich eben davon aus, dass es eben aus den verschiedenen Sichtweisen dieser Jugendlichen erzählt ist und wie sie halt versuchen herauszufinden, was mit Arturo passiert ist. Genau. Mal gucken, ich erwarte so ein bisschen Fantasy, aber so ganz, ganz wenig Fantasy, halt mehr so Realism, Magical Realism, Jugendbuch. Mal gucken. Ja, so, für die ebenfalls gezogene Aufgabe, ein Buch, das übersetzt wurde, habe ich jetzt eins genommen, was auch schon länger auf dem Sub liegt und wo ich jetzt gedacht habe, so, ich glaube, das passt mit dem Meeresthema ganz gut zum Sommer und ich habe irgendwie Lust, jetzt noch was völlig anderes zu lesen, nämlich mehr so ein Erwachsenendrama, wenn man es so sagen will. Und zwar Das Licht zwischen den Meeren von M.L. Stedman, das wurde aus dem Englischen übersetzt. Der Originaltitel heißt The Light Between Oceans, wurde ebenfalls auch verfilmt. Also wenn ich es gelesen habe, dann kann ich mir auch den Film angucken. Ich liebe dieses Cover.
Und es hat 440 Seiten. Hier geht es um ein Pärchen, glaube ich. Also es geht um einen Leuchtturmwärter, der mit seiner Frau ja, eben in diesem Leuchtturm, glaube ich, wohnt. Also ich weiß nicht, ob er in dem Leuchtturm wohnt oder direkt daneben. Und sie können eben keine Kinder bekommen. Und dann strandet ein Ruderboot mit einer Leiche, einer Männerleiche bei denen. Und da ist ebenfalls ein neugeborenes Baby im Boot. Und die Frau möchte dann das Kind unbedingt behalten, deswegen werden sie die Küstenwache nicht informieren. Und das hat eben weitreichende Konsequenzen, diese Entscheidung, nicht die Küstenwache zu informieren, sondern das Kind als ihr eigenes anzunehmen. Und da passiert dann eben so einiges. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, Leuchtturmgeschichte spielt am Meer, spielt in Australien, soweit ich weiß. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was es kann. Und das schaffe ich bestimmt auch noch. Ja, und dann habe ich schon die 5 Bücher zusammen. Ich bin super gespannt. Zwei davon sind Hardcover. Eins ist relativ dick, eins ist sehr dünn und eins ist ein E-Book. Also mal gucken. So, ich zeige euch die jetzt alle noch einmal. Und zwar haben wir für ein Buch, das übersetzt wurde, Das Licht zwischen den Meeren von M.L. Stedman. Dann haben wir für ein Buch mit mehreren Erzählperspektiven, Das Buch der verborgenen Dinge von Francesco Dimitri, das eben aus den drei Sichten der Teenager geschrieben ist. Dann haben wir für die Aufgabe Lies ein Buch, das 2020 erschienen ist, Love and Olives von Jenna Evans Welch. Und ein Buch in einem Genre, das ich selten, sehr, sehr selten lese, Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Und Lies ein Jugendthriller, da haben wir The Ivies. Das ist das einzige Englische diesen Monat und das einzige E-Book. Da habe ich doch einiges vor mir. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Mischung macht es auch hier wieder und ich denke, das ist eine ganz gute Wahl. Schreibt mir gerne in die Kommentare, kennt ihr die Bücher? Findet ihr die spannend? Möchtet ihr zu dem einen oder anderen eine ausführliche Meinung von mir? Und was werdet ihr im August lesen? Habt ihr eine Leseliste oder lest ihr spontan? Lest ihr mehr so Sommerbücher? Vielleicht seid ihr im Urlaub und lest dann Bücher, die am Strand spielen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!